Moin moin Leute und herzlich willkommen bei euren Hansa-Fan 1993 mit einem ganz neuen Projekt zusammen mit dem Baumarder. Ja, grüße euch, willkommen von mir. Und dem Barney. Ja, liebe Leute, herzlich willkommen natürlich auch von mir. Ja, wir werden, wenn es klappt, wöchentlich in diesem Let's Talk über die Bundesliga-Geschehnisse plaudern, fachsimpeln, diskutieren und natürlich auch über Transfergerüchte in aller Welt philosophieren, kann man ja auch sagen. Und am besten legen wir einfach mal gleich los, und zwar mit dem aktuellen Bundesligaspieltag. Da sage ich euch gleich nochmal die Ergebnisse an. Am vergangenen Dienstag spielten schon Freiburg gegen Bayern 1:1, Gladbach-Bremen 4:1, Hannover-Mainz ebenfalls 4:1, Wolfsburg-Hertha 2:0, Nürnberg-Augsburg 0:1, HSV gegen Braunschweig 4:0, Schalke-Leverkusen 2:0, Stuttgart-Hoffenheim 6:2 und zwischen Frankfurt und Dortmund steht es momentan kurz vor Schluss 1:2. Ich würde sagen, das waren ganz schön interessante Ergebnisse, vor allem viele Tore, oder was sagt ihr dazu? Tja, würde ich auch sagen. Also 6:2, man sagt ja nicht Derby, ne? Also die Stuttgarter, die akzeptieren Hoffenheim insoweit nicht als Schwarm im Derby, aber 8 Tore da und vor allem Stuttgart 6:2 hätte ich so nicht erwartet. Das ist vielleicht so die Überraschung. Zudem natürlich Freiburg-Bayern, ne? Also 1:1, das war auch eher ungewöhnlich. Freiburg ist auch schlecht gestartet gewesen, Selbstvertrauen nicht so da und Bayern haben natürlich eine breite Brust gehabt. Ja, und man muss sagen, HSV natürlich 4:0 zu Hause gegen Braunschweig, was ich natürlich nicht so hochhängen möchte, weil, wie gesagt, es ist ein Aufsteiger, Eintracht Braunschweig, kommen wir gleich auch noch zu. Und ich hoffe, das war der Befreiungsschlag für die Hanseaten. Mal schauen. Ja, ich muss sagen, für mich war der Spieltag nicht so toll, weil mein Club hat auch wieder verloren. Also die stehen da jetzt aktuell auch mit 2 Punkten nach 4 Spielen da ganz unten drin von Anfang an. Und ich habe mir eigentlich schon ausgerechnet bzw. gehofft, dass die gegen Augsburg natürlich da einen Dreier holen. Aber die spielen nächste Woche eben gegen den gerade genannten Verein Braunschweig. Und ja, da müssen sie dann auf jeden Fall punkten nächste Woche. Ansonsten eine Riesenüberraschung an diesem Spieltag ist für mich Hannover. Also mit diesem 4:1 gegen die Mainzer hätte ich da überhaupt nicht gerechnet, weil die Mainzer eigentlich ja klasse in die Saison gestartet sind, ne? Das ist richtig, auf jeden Fall. Das stimmt, Mainz ja mit 3 Siegen, da hat man ja schon wieder von der neuen Boygroup gesprochen, wie vor 3 Jahren. Ja. Also, das ist echt ein Ding. Ja, ich meine, Mainz hat ja wieder geführt, da hat man gedacht, ja, alles in seinem normalen Lauf und dann dreht Hannover da auf. Ich meine, auch klar, zu Hause vor eigenem Publikum immer wieder eine gute Sache, logischerweise. Aber ja, dass die dann gleich so hoch gewinnen, hätte ich nie gedacht. Aber ja, darf man natürlich nicht vergessen, also da war ja diese Szene, ich weiß nicht, wie stand es, 2:1, glaube ich, Hannover, und dann hat der Mainzer, glaube ich, nee, wer war das, der Hannoveraner, den Ball in die Hand Marcelo bekommen. Ja, wo man dann sagen könnte, wenn es da Elfmeter gibt, dann könnte es sein, dass 2:2 steht und wer weiß, wie das Spiel dann ausgeht, aber ganz das genau. Hast du ja überall, ne? Ja, also hätte, wäre, wenn, ne? Wenn so eine Entscheidung gibt es ja Gott sei Dank, deswegen können wir darüber diskutieren. Was ich auch noch kurz sagen möchte, was mich auf jeden Fall auch gefreut hat, dass die Herthaner mal einen Dämpfer bekommen haben, weil also als Aufsteiger haben die ja auch klasse losgelegt, die haben ja auch 7 Punkte, glaube ich, aus den ersten 3 Spielen geholt und ja, der Dämpfer durch Wolfsburg mit dem 2:0 kam da auf jeden Fall jetzt auch, finde ich, zur richtigen Zeit. Auf jeden Fall, finde ich auch. Ansonsten, wie gesagt, ja, ganz schön viele Tore gefallen. Vor allem ja Gladbach haut Werder da so weg, obwohl die ja auch ganz gut gestartet waren. Jetzt gegen Dortmund letzte Woche einen Dämpfer gekriegt, jetzt aber in Gladbach so ein fettes Ding, 4 Gegentore gekriegt, das ist auch schon ein hartes Teil. Augsburg-Nürnberg, das ist ja eigentlich so ein Duell, wo man sagt, ja, die beiden Clubs werden sich unten orientieren, das war wahrscheinlich für Augsburg schon ein paar Big Points gewesen, wenn man so sagen kann, am Anfang der Saison. Die werden später vielleicht noch richtig wichtig sein dafür. Was mich natürlich freut, mein Lieblingsclub der Bundesliga, Schalke mit einem 2:0 gegen Leverkusen, die ja eigentlich auch gut gestartet sind. Schalke also konnte den Fehlstart, den Cut, den, also den ultimativen Fehlstart vermeiden und konnte jetzt doch den ersten Sieg einfahren. Stuttgart-Hoffenheim, Baumi sagt es ja schon, kein wirkliches Derby von den Fans her, aber regional gesehen ist es ein Derby. 6:2, Hoffenheim mit einem guten Start, Stuttgart mit einem Katastrophenstart, Labbadia entlassen, Europa League aus und jetzt doch zu Hause 6:2 gewonnen, das ist schon beeindruckend. Aber für mich, auf jeden Fall nicht so zu erwarten, ja. Ja, aber für mich die größte Überraschung, dass Freiburg den ja Super Bayern 2 Punkte klaut und selber einen Punkt einfangen kann. Also das war für mich eine ganz große Überraschung. Absolut, aber da muss man halt auch sagen, bei den Münchnern, die hatten halt mal wieder ihre 70% Ballbesitz oder so. Ja, hilft aber auch nichts am Ende, ne?
konnten das halt dann mal wieder, muss man ja schon sagen, nicht umsetzen und entscheidend die Tore dann machen, um ja frühzeitig das Spiel da klar zu machen. Und dann ja, kriegst du halt dann kurz vor Schluss durch Freiburg nochmal so einen Lucky Punch da rein und dann ja, verlierst du halt mal 2 Punkte. Und ja, somit übernimmt, glaube ich, nach diesem Spieltag auf jeden Fall Dortmund die Tabellenführung. Ne? Im Moment sieht es ganz danach aus. Ich guck mal, wie lange noch zu spielen ist. Ja, die Nachspielzeit läuft in Frankfurt weiterhin 2-1 für Dortmund. Kann er kurz die Torschützen sagen, wisst ihr zwar sowieso, aber ich sag's mal, zweimal Mkhitaryan und Cutlets auf Seiten der Frankfurter hat er getroffen. Ja, Dortmund dann erstmal wieder Tabellenführer, hat denn 4 Siege auf dem Konto? Wenn mich alles so täuscht, es. Genau, alle 4 Spiele gewonnen. Die einzige Mannschaft, die alle 4 Spiele gewonnen hat in der Bundesliga. Also alle, die so einen guten Start hatten, hatten eigentlich einen Dämpfer bekommen, bis auf Dortmund, also die wirklich erstmal wieder durchmarschieren, wie es aussieht. Ja, und die sind auf jeden Fall auch eben in dieser Saison wieder ein ganz großer Mitfavorit mit den Bayern, auf jeden Fall für die Meisterschaft. Also ich glaube, die Münchner werden es heuer definitiv nicht so leicht haben wie letztes Jahr. Nee, das glaube ich auch nicht. Denn die Mannschaften stellen sich natürlich auch entsprechend jetzt auf so einen Club ein. Wenn der natürlich dann kommt, da gibt man natürlich dann 110%. Ja, klar. Und man hat es eben bei den Freiburgern gesehen, die ja, finde ich, durch die Abgänge jetzt auch nicht mehr so einen guten Kader haben. Jo. Ja, können die da auch den großen Bayern da mal ein Bein stellen? Also war auf jeden Fall nicht zu erwarten, aber man sieht, dass es funktioniert. Ich sehe das anders ein bisschen als ihr. Also ich glaube schon, dass das für die Bayern am Ende wieder relativ deutlich ist. Natürlich nicht wie letzte Saison 25 Punkte. Ja, das also ist utopisch. Am aber 28. Spieltag werden sie es ja nicht klar machen, denke ich mal. Ja, du darfst natürlich nicht vergessen, also die Mannschaft ist ja eigentlich noch verbessert worden im Gegensatz zu letztem Jahr. Klar ist der Trainer neu, aber die Philosophie, die er spielen lässt, also das ist schon wirklich was ganz Feines. Und wenn die das drauf haben, also ich denke schon, dass die wirklich dann nicht nur national, sondern auch international wieder übers Parkett fegen werden. Und Stichwort Freiburg-Bayern, man weiß natürlich auch nicht, inwieweit Bayern da schon beim Supercup-Finale war, mit den Köpfen vielleicht gegen Chelsea. Klar, da war ja die Revanche groß in den Tageszeitungen gewesen gegen Chelsea. Damals das Finale zu Hause, Champions-League-Finale verloren. Ja. Im Elfmeterschießen. Und ja, da haben sie sich das Ding jetzt ja geholt. Vorgestern, glaube ich, ne? Ja. Na, wenn die Folge erscheint, dann ist es Freitag gewesen, also vorgestern dann. Genau. Aber jetzt, um zurück auf die Bundesliga zu kommen, die Bayern sind ja gleich noch Thema. Dortmund schlägt Frankfurt 2-1, Spiel ist gerade abgepfiffen worden. Also wie wir gesagt haben, Dortmund übernimmt die Tabellenführung am 4. Spieltag. Hat erstmal ein kleines Pölzerchen, Bayern denn Zweiter. Also ich kann ja mal aktualisieren, vielleicht haben wir dann eine Live-Tabelle hier. Ich bin auch gerade nochmal am Aktualisieren. Ja. Nee, aber funktioniert noch nicht. Aber im Grunde tut sich ja eigentlich nicht viel. Also die Dortmunder springen halt von 2 auf 1 von dieser aktuellen Tabelle. Und ja, die Frankfurter bleiben somit unten auf Platz 15. Also aktuell auf dem letzten Platz, wo man nichts mit Abstieg zu tun hat. Ja. Aber von daher, ja, denke ich, waren es auf jeden Fall interessante erste 4 Spieltage. Und also wegen mir können wir in Richtung Bayern Thema wechseln. Was ich noch dazu sagen wollte, Eintracht Frankfurt, für die wird es ja also sowieso eine schwere Saison. Man sagt ja mal als Aufsteiger, die zweite Saison ist schwieriger als die erste. Und ganz da genau. Hat Frankfurt ja sowieso eine Übersaison gespielt letztes Jahr mit der Europa League Quali. Da haben sie wirklich das Tüpfelchen auf dem i gebracht und jetzt sich auch noch weiter qualifiziert. Aber jetzt wird es richtig schwer für sie. Und Armin Fee hat das, glaube ich, auch richtig gesagt. Wenn man realistisch sieht, sollen wir uns als Ziel Platz 12 nehmen. Und das finde ich auch vernünftig eingeschätzt vom Trainer Armin Fee. Ja, definitiv. Ja, der hat ja die Erfahrung. Ja. Und ich meine vor allen Dingen, du brauchst einfach den Kader so. Ne? Also wenn du so eine Mannschaft hast wie Frankfurt, du kannst zwar in der Bundesliga relativ locker da mithalten, würde ich mal sagen, im Mittelfeld, aber von den Köpfen her, auch von der Belastung her, auch physisch, Europa, Pokal spielen und dann ja am Wochenende wieder Bundesliga. Zu dem, was du gesagt hast, zweite Saison wird immer die schwerste. Das könnte vielleicht am Ende eng werden, ne? Ja, und ich glaube, das wird auch nicht nur eng für Eintracht Frankfurt, sondern ich sehe da den Sportclub aus Freiburg ähnlich. Genau, ja. Finde ich auch. Vor allem nach den Abgängen müssen sie erstmal zeigen, dass sie es kompensieren können. Sie hatten jetzt ja, wenn sie gegen Bayern verloren hätten, hätten sie ja den schlechtesten Saisonstart aller Zeiten hingelegt sogar. Das nach so einer Saison. Also haben sie ja Gott sei Dank noch vermieden mit dem 1:1 gegen die Bayern. Jetzt sind sie auch wieder da unten drin, wo man sie eigentlich, wenn man so die Namen liest, solche Clubs immer erwartet, ne? Wer da jetzt unten drin ist, erstmal ganz unten.
Auf jeden Fall. Gut, Ja. Schalke wird sich noch hochsatteln, Hamburg wahrscheinlich auch noch. Aber ansonsten. Ich hoffe. Ja, ich muss Ja. auch dazu sagen, also Freiburg, ich mag ja den Christian Streich, also wirklich sehr gerne den Trainer. Das ist wirklich ein Original. Und ich meine, der hat es auch gesagt auf der Pressekonferenz ganz zu Beginn. Und ja, die Mannschaft, die muss wirklich 150% geben. Und wenn sie das nicht machen, dann holen sie keinen Punkt in der Bundesliga, sinngemäß hat er gesagt. Ja. Das ist einfach so. Also du kannst nicht erwarten mit dem kleinen Etat, den die haben, dass du wirklich jede Saison da oben mitspielen kannst. Ja. Das geht mal schneller, als du gucken kannst, dann bist du irgendwo unten und wenn du einmal unten drin steckst, das ist man natürlich auch alle, dann hast du auch das Pech, was dann noch zukommt. Dann kann Ja. es ganz schnell dunkel werden bei denen. Das beste Beispiel ist halt da eigentlich Hannover. Wie lange ist jetzt Hannover in der Bundesliga? 5, 6 Jahre? Nee, Ich glaube schon länger. länger. Ich Länger. glaube länger. 2002, Sind die glaube schon ich. länger? 2002, glaube ich, sind die aufgestiegen. Ja, aber du musst mal sagen, was die jetzt von 2002 bis 2013 für eine Entwicklung genommen haben. Also die haben die Auf ersten jeden zwei, drei Fall. Saisons noch so gegen den Abstieg gespielt und dann langsam etabliert im Mittelfeld und jetzt kann man eigentlich Mittelfeld sagen, und wieder ein klasse dann fast Saisonstart. abgestiegen sind sie ja. Ja. Das eine Mal fast abgestiegen, wo er die große Szene war gegen Bochum am letzten Spieltag, wo der Block ja quasi gebrannt hat, da von Hannover aus. Oder waren die War das Bochumer? Das waren die damals, Bochumer. wo Robert Enke Ja, das war die dieses Saison, Jahr, wo ich Robert glaube, das war Enke es, ne? verstorben ist, genau. Ja. Da hat Hannover ja fast abgestiegen am Ende und dann sagte mein Papa damals noch, für die kommende Saison dann, Hannover 96 für mich Absteiger Nummer 1. Und wo waren sie am Ende? Also souveräner Platz 5 sogar. Und seitdem sind die ja wirklich oben mit drin. Letztes Jahr hatten sie einen kleinen Hänger gehabt, würde ich sagen. Aber dieses Jahr, der Start sieht in Ordnung aus. Ich traue denen auch wieder Europa League zu, dieses Jahr. Ich auch. Da war ja noch die Sache, ne? Also Mo Abdellaoue, der ist ja nach Stuttgart gegangen, Ja. der Stürmer, der eigentlich vorne, natürlich neben Schuf eigentlich alles getroffen hat. Und ja, muss man halt sehen, wie das jetzt ist. Wenn Schuf noch verkauft wird, dann wird es vielleicht ein bisschen dünner, wenn nur der Jaconan vorne dann quasi Na, und Sobier, der der auch Stoßstürmer ist. getroffen. Ach, Sobek ist auch noch da, ja, die Arthur. beiden Aber muss man halt sehen, ob das. sonst haben sie auch von der Bank, aber sonst nichts mehr denn als Stürmer. Naja, der ist dünne, würde ich sagen. Ja. Nee, da glaube ich, ist echt dünne, aber ich glaube nicht, dass die Gio verkaufen werden. Nee, dann machen sie es eher so wie Dortmund mit Lewandowski-Vertrag auslaufen lassen. Hauptsache noch eine Saison halten. Hat der nur noch bis nächste Saison Vertrag? Ich glaube schon, ja. Die waren immer dran, sie wollten verlängern, verlängern, Ja. verlängern, aber ich meine, so ein Spieler, der hat natürlich höhere Ambitionen normalerweise. Ich meine, Hannover, gut, den Werdegang, den sie gemacht haben, aller Ehren wert, aber ist natürlich auch für so einen Spieler, musste mal gucken, kann das jetzt vielleicht auf die nächsten Jahre hinaus so konserviert werden? Ja, das stimmt absolut. Mamdžu Gut. hat einen Marktwert von 11 Millionen laut Transfermarkt.de. Ich wollte nämlich gerade mal gucken, Vertrag läuft wirklich bis 2014, genau. Läuft er aus. Ja, dann denke ich, wird er entweder, da wird man wahrscheinlich auch in der Vorstandschaft von Hannover gucken, wie man eben zur Winterpause dasteht. Also Ja. ich denke mal, wenn die da gut oben dabei sind und wollen dann vielleicht für die, ja, letztendlich noch ein bisschen Geld haben, kannst du ja rein theoretisch im Winter dann auch mit einem neuen Stürmer dann nochmal nachrüsten für die Rückrunde. Also könnte ich mir schon vorstellen, wenn Hannover, sag ich mal, in den Top 6 ist zur Winterpause, könnte ich mir vorstellen, dass er vielleicht noch geht. Das wird Ja. auf jeden Fall abzuwarten sein. Ja. Aber okay, ich würde sagen, wir gehen dann mal rüber wieder zu den Bayern zurück. Supercup gewonnen gegen Chelsea, dramatisches Spiel, wieder im Elfmeterschießen, wie letztes Jahr im Champions League Finale in der Allianz Arena. Diesmal mit dem glücklicheren Ende für Bayern, würde ich sagen. Viele streiten ja bei diesem Spiel, wer nur die bessere Mannschaft war. Mourinho hat sagte selbst, er sah die bessere Mannschaft verlieren, also seine Chelseas sah er als besser an. Bayern natürlich mit enormem Druck, vor allem in der Verlängerung nach dem Rückstand. Chelsea nur am Verteidigen gewesen. Was natürlich logisch ist, finde ich. Mit 10 Mann da 2-1 führen, da verteidigt man natürlich nur. Wie habt ihr das gesehen? Wer war für euch die bessere Mannschaft? Also anfangs habe ich gedacht, das könnte eine Klatsche werden. Einfach, ich denke mal, Chelsea einfach vom Spielplan her schon eine Ecke weiter ist. Und ich meine, Mourinho müssen wir nichts drüber sagen. Also das ist wirklich ein Fuchs. Also der braucht keine Anlaufzeit bei einer neuen Mannschaft. Ja. Und ja, Bayern hat ja auch in der Abwehr ein bisschen geschwächelt. Auch gegen Freiburg ja schon gesehen, das späte 1:1. Und da habe ich eigentlich gedacht, das Format, was die Chelsea-Stürmer haben und die Angreifer, also Hazard, Mata, Torres, das ist natürlich echt schon ein Kaliber, dass die das wirklich ausnutzen würden. Ja, das war dann am Ende einfach Glück, ne? Verlängerung und dann 121. Minute machen die da wirklich noch das 2:2, was dann das Elfmeterschießen bedeutet. 4 Sekunden vor Abpfiff, also.
Ja, ich würde mal sagen, wenn man das Spiel sieht, also Bayern hat es ganz klar beherrscht. Also das muss man schon sagen. Die hatten, glaube ich, auch wieder weit über 60% Ballbesitz. Und ja, wie der Baumi auch schon angesprochen hat, die Verteidigung gefällt mir bis dato von den Münchnern überhaupt noch nicht. Also ich weiß nicht, die haben ja da im Grunde eigentlich nichts verändert. Rein von den Personalien her. Und wenn man letzte Saison guckt, wie viele Gegentore hatten die letzte Saison in der gesamten Saison? 18 oder so? Ja, irgendwie Das war auf jeden so Fall nicht in dem viel, Dreh ja. war es, ja. Und jetzt dann gegen Chelsea eigentlich richtig Druck machen. Und ja, dann kriegst du trotzdem wieder zwei Tore rein. Und das sollte halt dann eine Verteidigung eigentlich schon irgendwie hinkriegen, dass die dann eigentlich dazu null spielen. Also ich bin da auf jeden Fall davon ausgegangen, dass München das Spiel gewinnen wird, aber wesentlich höher, als es letztendlich ausgegangen ist. Und von daher war ich da eigentlich direkt ein bisschen enttäuscht. Und ja, was mich so ein bisschen aktuell, ja, habe ich so ein bisschen Déjà-vu, denn mir kommt es irgendwie so vor, dass die wieder ein bisschen zu dem Spielstil Richtung Van Gaal rücken. Also da hat man wieder gesehen, das ist der Ballbesitz, brutal Ballbesitz und dann vorm 16er Querpässe spielen. Also so hat das ganze Spiel eigentlich ausgesehen und ja, da fehlen mir einfach ein bisschen die tollen ja, Kombinationen und One-Touch-Football und sowas. Also das kann der gute Pep bis dato irgendwie noch nicht so rüberbringen, beziehungsweise an die Mannschaft vermitteln. Also die setzen das zumindest aktuell überhaupt noch nicht um und das, ja, muss ich sagen, rein spielerisch gefällt es mir nicht so gut. Ja, man muss natürlich für ihn fairerweise sagen, er kommt natürlich jetzt in ein neues Land, muss die Sprache lernen und der ist Barcelona, der ist da wirklich groß geworden. Und damals, wo er bei Barca angefangen hat, zweite Mannschaft erst und dann befördert wurde. Also die Spieler, die da spielen, die bekommen das ja von klein auf eingeimpft. Also den Spielstil und auch das System ist wirklich von der Jugend bis oben hin zur ersten Mannschaft ist immer gleich. Und da hat er es einfach gehabt. Also da hat er dann sofort gesagt, ich habe die Spieler für mein System. Also ich kann genauso spielen lassen, wie ich es will. Und die Typen, die kapieren das wirklich von Beginn an. Bei Bayern natürlich nicht. Da muss er erstmal ein bisschen probieren und machen, muss denen das versuchen einzuimpfen. Und das klappt halt noch nicht so richtig. Und das siehst du auch. Also die finden sich momentan noch. Und das ist immer so eine gefährliche Phase. Und hab gedacht, wirklich Chelsea, wie ich eben gemeint habe, mit dem Offensivfeuerwerk, was die abbrennen können, dass die es vielleicht eher mal ausnutzen können. Vor allem hinten die Unsicherheit. Wird auf jeden Fall interessant, wie das jetzt weitergeht. Die nächsten Spieltage, man sagt ja immer so schön, um Spieltag 10 rum, da sieht man ungefähr, wo es hingeht. Wird spannend. Definitiv. Ja, würde ich auch sagen. Bloß, wie ihr sagt, es mit den Verteidigen und so. Da hat man auch beim 1-0 gesehen von Chelsea, wie die Innenverteidiger, weiß nicht, wer da genau gespielt hat, Boateng und Dante zusammen, glaube ich, haben gespielt. Oder Van Beuten? Nee, Boateng und Dante, ne? Nee, Van Beuten war nicht da, ne. Nee. Jedenfalls, da hat die Zuordnung überhaupt nicht gestimmt. Da ist der Torres da völlig frei zum Schuss gekommen nach dem Pass von Schürrle. Was natürlich auch klasse gemacht war von Torres und Schürrle, muss man auch sagen. Aber verteidigungsmäßig haben die da wirklich noch was nachzuholen. Aber man muss auch sagen, der Pep Guardiola hat von Anfang an gesagt, er braucht Zeit. Und ich denke, die wird man ihnen da auch geben in München. Solange am Ende der Titel rausspringt, natürlich. Aber auf dem Pep Guardiola lastet natürlich ein enormer Druck. Also, wie er letztens, glaube ich, nach dem Pokalspiel gegen, ich weiß jetzt nicht, gegen wen die im Pokal gespielt hatten, so ein kleiner Club. Schwarz-Weiß Reden war es, glaube ich, Ach, aus dem Norden. genau. Er sagte Pep, es reicht einfach nicht mehr nur zu gewinnen. Es wird erwartet, dass man jedes Spiel 5-6-0 gewinnt. Und das ist wirklich schon ein enormer Druck, was, finde ich, keiner verdient hat eigentlich. Ja, stimme ich absolut zu, aber ja, wie gesagt, die sind eben noch in der Findungsphase und da bleibt es auf jeden Fall, müssen wir da noch ein bisschen abwarten, wie sich das in den nächsten Spielen entwickelt, aber sage ich mal, sollten die da das nicht bis zum Winter hinbekommen, also dass die da richtig das umsetzen und wieder so ein bisschen in diesen Van Gaal-Spielstil reinkommen, wie ich das sehe. Also ich finde es so, also es erinnert mich auf jeden Fall an die Van Gaal-Zeit. Ja, wenn die das dann nicht hinbekommen, dann wird es für die, glaube ich, in der Champions League nicht so einfach wie letzte Saison. Also da bin ich fest davon überzeugt. Also ich sehe die eben nicht so enorm stark wie der Baumi. Ja, finde ich auch allerdings, wie du sagtest, mit Ballbesitz und Abschluss, also Quergeschiebe. Ich würde das Ganze mal abwarten wollen, wie das läuft mit Bayern. Also wenn die jetzt, solange die noch ihre Siege einfahren, dann werden die Medien auch ruhig bleiben. Also wenn jetzt noch weiter sowas wie gegen Freiburg passiert, glaube ich, dann wird, ja, wie sagt man so schön, dann werden die Zeitungen wieder brennen, glaube ich. Auf jeden Fall. Also was ich glaube, was nicht passieren wird, also wie bei Van Gaal, dass wirklich dann der Hoeneß da ihn öffentlich angräbt. Nee, das glaube ich Also auch die nicht. meine, die haben jetzt einen Sammer noch als Sportvorstand.
Und das ist eigentlich sowieso die Personalie, die wichtig ist für die Bayern. Alles, was da kommt, was auf den Trainer anzieht von Medienseite, das bügelt der Sammer so weg, das sage ich euch. Also der lässt da gar nichts zu. Also ich meine, Guardiola hat auch vom Standing her jetzt schon ein viel höheres Ansehen, als es Van Gaal jemals hatte bei Bayern. Ja, absolut richtig. Aber man muss halt auch sagen, ja, der hat bis jetzt nur Barcelona trainiert, oder? Ja. Pep, ja. Und ich glaube, dass das, also Barcelona zu trainieren, glaube ich, ist kein Kunststück. Also wenn wir drei uns neben auf die Bank hocken und die Jungs da spielen lassen, die machen das von selber auch. Und ja, die Münchner waren halt jetzt trotzdem, sag ich mal, mit dieser Zeit, mit Heinkes, ja, wie soll man sagen? Die haben das halt so richtig eingeimpft bekommen. Und jetzt ein komplett neue Ideen von so einem Trainer, wie gesagt, das ist nicht einfach für die Spieler, das natürlich schnell umzusetzen. Aber ich meine, das ist ja absolute höchste Klasse, was die da veranstalten. Und ja, die müssten das natürlich, also meiner Meinung nach, schon so schnell wie möglich hinbekommen, weil sonst könnte es da einige Überraschungen geben. Vor allem stellt euch mal vor, wenn das wirklich nicht klappt mit Pep Guardiola, was da los ist, wenn die den entlassen würden. Gottes Willen, Was da will dann ich gar los nicht ist in dran München. denken. Also da ist denn richtig, da brennt die Bude richtig dann. Ja, aber wie gesagt, wir geben den Münchnern noch ein bisschen Zeit und dann werden wir das in den nächsten Talks natürlich wieder angehen. Wird Bayern wahrscheinlich oftmals in unserem Themenkreis dabei sein. Leider ja. Aber von daher denke ich, ja, wie gesagt, ich denke mal, nach 7, 8, 9, 10 Spieltagen kann man da das erste Fazit ziehen und mal gucken, wo es hingeht. Und wenn die bis dahin noch nicht allzu viele Punkte gelassen haben, dann denke ich, ist in München auch weiterhin heile Welt. Ja, so wird es Könnte man sein. sagen, ja. Gut, ich würde sagen, genug der Bayern, kommen wir zum anderen Club hin. Und zwar eher kein erfolgreicher Club, sondern erstmal krisender Club, der ja am Wochenende einen Schritt aus der Krise gemacht hat. Ein 2:0 vor Leverkusen, nämlich dem FC Schalke 04, hat er Schlagzeilen gemacht mit dem Sensationstransfer am Freitag mit Kevin Prince Boateng, 12 Millionen Euro Ablöse von AC Mailand verpflichtet, 4-Jahres-Vertrag. Was habt ihr bei dem Transfer gedacht? Also wenn ich da mal anfangen darf, ich habe wirklich, muss zugeben, ich habe ihn eigentlich, seit damals, wo er bei Hertha BSC gegangen ist, habe ich ihn als ewiges Talent gesehen. Er ist dann ja nach England gegangen, Portsmouth, und kam dann zurück nach Dortmund für ein halbes Jahr, konnte da aber auch nicht wirklich überzeugen. Und dann AC Mailand, ne? Das ist ein ganz großer Verein und da habe ich gedacht, jetzt ist Schluss. Also jetzt ist er wirklich, wenn er da scheitert, dann hat er es vermasselt. Jo. Und er hat sich da durchgesetzt. Hätte ich nicht gedacht. Also ist da wirklich, ich weiß nicht, 2, 3 Jahre ist er da gewesen. Seit Also 2009, glaube ich sogar. er Oder? hat sich Nee, da wirklich 2010. Namen gemacht. Das muss man wirklich sagen. Und jetzt sehe ich ihn ein bisschen anders, also als damals. Also jetzt denke ich schon, dass der wirklich für Schalke ganz wichtig werden könnte. Also die haben jetzt da wirklich das Duo Infernale, ne? zusammen mit Jones. Und ich glaube, die beiden zusammen da im Mittelfeld, das macht schon Angst. Könnte ich mir vorstellen für die Gegner. Bei uns die Knochenjäger. Wobei Kevin Prince Boateng ist doch im Grunde eigentlich eher so ein Spielmachertyp, oder? Er kann beide spielen. Er kann Ja. Zehner spielen, er kann Sechser spielen. Also, Genau. er kann gut, schön Fußball spielen, er kann aber auch gleichzeitig die Sense rausholen. Also. Aber er ist halt extrem, also ich finde, er ist extrem abschlussstark, also auch extrem torgefährlich. Jo. Und von daher kann ich mir gut vorstellen, dass der, ja, so als hängende Spitze ein bisschen agiert. Quasi, ja, so Spielmacher, aber sehr, sehr offensiv. Quasi hinter Hüntelaar oder Salay, je nachdem. Und über links dann Draxler, rechts Fofana. Also das ist eine richtig gewaltige Offensive dann. Ja, das finde ich auch. Also hat er ja auch am Wochenende bewiesen. Boateng als Zehner gespielt, links Draxler, vorne Salay. Das sah schon. Also ich habe das Spiel nicht komplett gesehen. Ich habe nur heute Morgen bei Bundesliga Pool geschaut, wie es lief. Also, aber Boateng hat ja schon eine richtig gute Kopfballchance auch gleich gehabt. Also seine Torgefahr gleich unter Beweis gestellt auch natürlich. Wäre ein Ding gewesen, wenn er gleich, wenn es gleich geklappt hätte mit dem Treffer. Aber gut, er war es einen Tag im Training. Der wird, glaube ich, noch Gold wert sein für Schalke. Definitiv. Aber die Ablöse, hast du gesagt, ne, war bei 12 Millionen. Ja. Finde ich jetzt eigentlich für so einen Spieler eigentlich relativ okay. Also das ist überhaupt nicht zu teuer. Ich find, dass Mailand sogar hätte ein bisschen mehr verlangen können. Ja, finde ich auch. Vor allem sein Marktwert liegt laut Transfermärkte hier bei 15 Millionen.
Ja. Deswegen, da haben viele gemeckert, warum so billig, warum so billig. Aber ich glaube, Mailand wollte einfach nur Kaká zurückholen, wenn es denn noch klappt. Das ist auch wieder eine andere Frage. Da ist jetzt auch wieder die Frage, wie lange der noch Vertrag hatte in Mailand. Ja. Also, das weiß ich jetzt nicht. Das weiß ich leider auch nicht. Ich weiß auch nicht, wo man das noch gucken kann. Also. Aber von dem her sage ich mal, er war ja eigentlich absoluter Stammspieler mittlerweile in Mailand und dann, Ja, hat die auch in die ja. Champions League geschossen unter der Woche. Ja, Mit und dann zwei Toren. so ein klasse Spieler dann einfach für 12 Millionen da ziehen zu lassen, eigentlich ohne Notstand oder so. Also diese haben ja jetzt, sage ich mal, nicht unbedingt die großen Geldprobleme, sage ich jetzt mal, dass die jetzt unbedingt hier 12 Millionen brauchen, weil sie sonst irgendeine Lizenz nicht bekommen oder so. Also ja, für mich auf jeden Fall ein klasse Ding, was Schalke da abgeliefert hat. Also dass sie den geholt haben, ganz, ganz tolle Sache. Bin ich gespannt, wie er sich in der Saison da machen wird. Ja, ich auf jeden Fall auch. Man darf gespannt sein und ja, vorhin schon mal gedankenmäßig so ein bisschen geguckt. Also Schalke, ich sehe die schon auf längere Sicht, ja, als Konkurrent für Dortmund vielleicht um die Nachfolge, vielleicht als erster Bayernjäger. Aber da muss man natürlich abwarten, ist ganz klar. Schön wäre es Gut. natürlich. Also, man hatte ja Jones und so erzählen gehört, wir können Bayern jagen, wir wollen die Meisterschaft mitspielen. Nach dem Start, da habe ich schon wieder ein bisschen, ja, Rage-Modus gekriegt, weil Saison Mist große Klappe haben und dann am Ende kommt so ein Mist bei raus jetzt. Aber ich hoffe, sie erholen sich langsam und es geht Richtung oben. Ja, und ja, welcher Transfer natürlich dann ein bisschen untergegangen ist durch die Medien, ist natürlich Dennis Aogo, ne? Der ist noch ausgeliehen worden vom Hamburger Sportverein, hat es ja auch dieses, ja, Techtelmechtel, sage ich mal, da gegeben, wo der Trainer Fink, glaube ich, 2 Tage Urlaub gegeben hat allen Hamburgern und der ist dann mal, glaube ich, mit seiner Freundin oder so Mit Rincon. ab nach, oder mit Rincon, ab nach Malle und ja, keine Ahnung. Und dann gab es da einen richtigen Disput. Aber gut, denke ich, ist auf jeden Fall auch noch eine schöne Alternative, weil ich sehe ihn auf jeden Fall als eher als Verteidiger. Ich sehe ihn nicht so im Mittelfeld. Und von daher auf jeden Fall noch eine Alternative für die linke Verteidigung zu Christian Fuchs. Auf jeden Fall auch ein ordentlicher Transfer, wenn er sich natürlich im Rahmen halten kann, was ja, was sowas angeht, wie jetzt mit diesem Mallorca-Affäre. Ja, er ist eigentlich nicht so der Typ dafür. Das hat mich selber gewundert, dass das so hochgegangen wurde. Also ich kenne ihn eigentlich wirklich als professionellen Sportsmann. Und das wurde einfach dann mal wieder hochgekocht. Klar, ich meine, Hamburg funktioniert einfach vieles nicht am Anfang. Und ihn hat man sich dann so ein bisschen als Sündenbock rausgepickt, was ich unfair fand. Aber naja, gut. Hatte die Laie auch nicht erwartet. Also ich habe gedacht, es kittet sich jetzt ganz schnell wieder, weil er eigentlich ein wichtiger Spieler ist für Hamburg. Oder war, muss man jetzt sagen. Sehe ich ähnlich, aber hat er bei Hamburg eher in der Verteidigung oder eher im Mittelfeld agiert? Das hat in den Also, der hat eher letzten. hinten gespielt, Das hat in weil, den wenn dann letzten. Jansen im Mittelfeld war, Ja, linkes Mittelfeld. Das hat in gut, den wen haben die letzten. dann noch für die linke Verteidigung? Wer? Müsste ich gerade nachschauen. Die Die Hamburg? Hamburger. Ja, Wen haben die dann Jansen. noch? Und den Lahm. Ja, Lahm hat jetzt gespielt, aber das ist natürlich auch keine wirkliche Lösung. Das ist eigentlich auch noch so ein Talent halt, ne? Das ist Weil. eigentlich relativ dünn. Also gut, Jansen kann das ja spielen. Ne? Also wenn er nicht im Mittelfeld ist, dann spielt er halt hinten links. Ja, wobei er natürlich schon in die Offensive stärker ist mit seiner Das stimmt. Flankenstärke und Ja. defensiv weiß ich nicht, ob er da dauerhaft eine gute Lösung ist. Also weiß auch nicht, ob das gut war von den Hamburgern, dass die den da ziehen haben lassen durch so eine ja hochgekochte Aktion mit diesem Mallorca-Trip. Nee, ganz genau. Weiß ich nicht, sehe ich ein bisschen kritisch, was die Hamburger da angestellt haben. Ja. Zumal es natürlich bei Jansen auch noch so ist, es ist einfach so, er ist ein guter Fußballer, aber er ist verletzungsanfällig, leider Gottes. Und wenn der natürlich dann ausfällt, dann hast du überhaupt keinen richtigen Linksverteidiger mehr, der das wirklich etatmäßig spielen könnte. Und da müssen sie wahrscheinlich jetzt doch nochmal, gut, die Kohle ist nicht so da, vielleicht nochmal im Leihgeschäft, aber da haben sie eher jetzt ja natürlich Lasogga vorne für den Sturm angedacht. Das könnte sich als Fehler herausstellen mit der Ogo. Müssen wir mal gucken. Ja, das ist dann das Problem von Hamburg. Schalke, ich war jetzt ehrlich gesagt nicht so begeistert von dem Transfer, weil man hat ja gesagt, man sucht für das linke Mittelfeld. Dann waren da Gerüchte am Brodeln wie Valentin Stocker von Basel oder sogar Lukas Podolski und wer kommt am Ende? Dennis Aogo. Zumal er meiner Meinung nach in den letzten 2 Jahren eher ein bisschen stagniert hat. Also nicht wirklich aufgefallen ist in den letzten 2 Saisons. Ich hoffe, er kann sich durchsetzen bei Schalke und mal schauen, wie er spielt. Ich bin eigentlich ein großer Fuchs-Fan. Bin gespannt, wie sich das bei Schalke noch so entwickeln wird. Mit der Augo. Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Gut. Halbe Stunde sind wir schon wieder am Erzählen. Wir gehen mal rüber zu dem nächsten Club, der momentan auch unten steht, und zwar Aufsteiger Eintracht Braunschweig, die ja jetzt alle drei Spiele verloren haben, sind jetzt, oder alle vier Spiele verloren haben, ne? Genau. Sind jetzt nah dran, den Rekord von Hansa Rostock 2007 einzustellen. Die haben ja auch die ersten fünf Spiele verloren. Bin ich mal gespannt, wie sich die noch entwickeln. Also, wenn ich jetzt mal anfangen darf, meine Meinung nach zu meine Meinung zu Braunschweig, es geht das Ganze so wie mit Fürth letztes Jahr. Einmal schnuppern und dann wieder runter. Ja, was schade ist. Also es ist wirklich die Parallele nicht zu vernachlässigen. Also ich finde beide Trainer, also der Lieberknecht ist ein guter Mann, der hat die von der dritten Liga nach oben geführt in die Bundesliga, musst du auch erstmal schaffen. Genauso wie ich finde, dass Büskens ein guter Trainer ist. Und die sind aber beide gescheitert. Also nee, kann man nicht sagen beide. Es sieht halt jetzt so aus, dass der zweite danach folgt. Einfach weil der Kader nicht verbessert wurde. Das ist einfach, also wenn ich mir die Spieler mal angucke von Braunschweig, da ist keiner bei, wo ich jetzt wirklich sage, der hat jetzt richtiges Erstliganiveau. Keiner. Ja, ist natürlich auch schwierig als Aufsteiger. Ich sag mal, Braunschweig, die haben natürlich in den letzten Jahren, ist ähnlich wie Hoffenheim. Also die sind relativ schnell von Liga 3 in Liga 1. Allerdings hat halt Braunschweig im Gegenzug zu Hoffenheim eben nicht den Geldgeber. Und von daher, ja, denke ich, haben die auch nicht die nötige Kohle, einfach sich ordentliche Spieler ranzuholen, beziehungsweise ja, ein Bundesliga-reifes Gehalt dann zu zahlen. Und von daher ist es halt einfach irgendwo ein bisschen, ja, ein unattraktiver Verein für Spieler, sage ich mal, weil du hast absolut keine Ambitionen. Du spielst von Anfang an die ganze Saison über auf jeden Fall, ja, gegen den Abstieg. Und ja, immerhin haben sie noch einen guten Griff, meiner Meinung nach, mit Bellarabi gemacht. Also Ja, den sie wobei, jetzt ne? noch ausgeliehen haben, glaube ich. Oder haben sie den gekauft? Ich glaube, Den den haben sie sie ausgeliehen. ausgeliehen, ja. Also ich glaube, ein paar Mal hat er ja letzte Saison für Leverkusen spielen dürfen und ja, ist durchaus ab und an auch mal mit Treffern aufgefallen. Also ich denke, wenn man dem vielleicht ein bisschen die Einsatzmöglichkeiten gibt, kann der da auf jeden Fall in der Offensive schon nochmal ein bisschen was machen, ein bisschen Qualität hinzubringen. Also mich hat er überhaupt nicht überzeugt. Also wenn ich ihn gesehen habe in Leverkusen, habe ich gedacht, das ist halt einer, der macht mal ein paar Spiele da oben und dann ist der weg. Dann spielt er, kriegt er vielleicht nochmal einen Vertrag irgendwo beim Zweitligisten. Das ist wirklich schwach. Also das ist wirklich eigentlich der einzige Spieler, wo sie versucht haben, eine Ausleihe anzugehen und da hätten sie nochmal so mehr machen müssen. Also wenn du als Neuling hochkommst in die erste Liga und du hast halt die Kohle nicht, um Leute zu kaufen, dann musst du es irgendwie versuchen, Leute ranzuholen, die in ja, besseren Clubs nicht wirklich zum Zuge kommen, junge Spieler und die du dann ausleihen kannst. Die auch Und motiviert ja, sind ich vor meine, allem. es gab genug Vereine, die es wirklich dann gemacht haben, die jetzt auch immer noch in der Bundesliga sind. Tja, muss man halt abwarten, ne? Also wie das jetzt hier wird. Also wenn ich mir den Kader anschaue, da also wird es mir wirklich schwarz vor Augen fast. Ja, Ist ja fast noch schlimmer als Fürth letztes Jahr. da wird es mir Himmelangst. Also den einzigen, sage ich mal, der Bundesliga-Niveau hat, ist eigentlich ja in der Verteidigung Ermin Bicakcic. Also den lasse ich mir eingehen als Innenverteidiger. Der ist der absolute Chef. Haben auch einmal live gesehen. Hab letzte Saison in Regensburg Jahren gegen Braunschweig geguckt. Und der auf jeden Fall, also defensiv Stellungsspiel, gibt Anweisungen. Also der ist da hinten so ein bisschen der Chef. Und ja, hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Hat natürlich in dem Spiel jetzt nicht so viel zu tun bekommen gegen Regensburg damals. Aber den, sage ich mal, also der ist schon eine gute Säule, sage ich mal, da hinten. Und der muss halt auch gucken, ja, dass er die Jungs entsprechend antreibt. Also der wird auf jeden Fall so ein bisschen eine Chefrolle einnehmen, beziehungsweise hat er ja schon bei Braunschweig. Aber ansonsten, wie du schon sagst, ich meine, Domi Kumbela, der kann vielleicht in der zweiten Liga seine knapp 20 Saisontore schießen, aber ja, gegen die Bundesliga-Verteidiger ist es dann auch wieder nicht so einfach. Das Von ist. daher, ja, bleibt auf jeden Fall interessant, aber ja, ich sehe es auf jeden Fall ähnlich wie der Hansa-Fan, dass die Braunschweiger da ähnlich wie Fürth, ja, sich sofort wieder verabschieden werden, weit abgeschlagen als 18. Das ist ein ganz, ganz großer Sprung von zweiter zur ersten Liga. Wenn du von der dritten zur zweiten Liga gehst, da kann man das noch machen. Also man muss ja den Braunschweiger Kader angucken. Da sieht man, da sind noch 12 Spieler, glaube ich, bei, die damals beim Drittliga-Aufstieg dabei waren in die zweite Liga. Also das ist schon noch ein ganzes Ding. Ich glaube, die kommen damit auch nicht so wirklich klar. Bei Braunschweig war es, glaube ich, letztes Jahr die Euphorie, die sie getragen hat. Also im ersten Jahr nach dem Aufstieg aus der dritten, also die waren ja 2 Jahre zweite Liga, glaube ich, jetzt war das, ne? Ja. Sind mit Hansa Rostock zusammen aufgestiegen 2011. Ein Jahr zweite Liga, da war Braunschweig von der Euphorie geführt worden.
haben einen guten Mittelfeldplatz belegt und jetzt haben die Euphorie nochmal mitgenommen in den letzten Wochen, konnten das deswegen durch diese Form, durch diese Jubeltraube quasi mit übernehmen in die erste Liga und ich glaube, da wird es ein bisschen stocken bei denen. Da wird jetzt ein richtige Bombe einschlagen sozusagen und alles Euphorie zerschlagen werden, denke ich mal. Also wenn sie eine Chance haben wollen, glaube ich, müssen sie sich im Winter nochmal ein bisschen verstärken. Also meine kleine Hoffnung ist wirklich dann wirklich der Trainer. Weil da habe ich schon Respekt vor, was der geleistet hat. Und eventuell schafft das vielleicht, die so als eingeschworene Mannschaft dastehen zu lassen, dass sie dann vielleicht doch nicht ganz so katastrophal unten drin kleben von Beginn an bis zum Ende, wie Fürth es getan hat. Ja, eine große Möglichkeit haben sie halt eben nächste Woche. Also ich meine, die spielen nächste Woche gegen den Club. Und ja, der Club steht bis dato eigentlich auch schlecht da. Also die haben jetzt 2 Punkte auch erst geholt und ja, das ist dann aktuell quasi 17. gegen 18. nächste Woche. Und beziehungsweise nächste Woche, glaube ich, ist Länderspielpause, oder? Ja. Also die Woche drauf dann. Und da haben sie auf jeden Fall dann, sage ich mal, die große Chance, vielleicht einen Dreier zu holen. Aber ich hoffe natürlich, dass der Club gewinnt. Also ich will da mal gar nichts sagen. Von daher, aber aus Braunschweiger Sicht ist es auf jeden Fall die erste richtige Möglichkeit, ja, da mal für so ein kleines Sahnehäubchen oder für ein bisschen, ja, wie soll man sagen, so Aufbruchsstimmung wieder. Also nach den ersten 4 Spielen, 4 Niederlagen, besteht auf jeden Fall jetzt die Möglichkeit, gegen Nürnberg Punkte einzufahren und ja somit wieder das Selbstvertrauen ein bisschen zu stärken. Sollten sie allerdings da verlieren, ist Polen offen. Ja, wie man immer so schon sagt, ne, du musst dann halt wirklich gucken, dass du die Heimspiele gut bestreitest und da auch wirklich gegen die Teams gewinnen, ja, wo du glaubst, dass die am Ende deine Konkurrenten sind, wie halt jetzt, wie du gesagt hast, gegen Nürnberg. Ja. Das müssen wirklich dann Minimum 1 Punkt, ist eigentlich schon so wenig, aber wenigstens mal punkten. 3 Punkte wären natürlich Gold wert. Gut, aber absolut richtig. Aber was schätzt ihr ein? Also ich sage, trotz alledem, mein Tipp ist, Braunschweig steigt ab. Ja, sehe ich auch so. Ich will es noch nicht ganz aufgeben. Lieberknecht hin oder her. Ich gebe ihm die Chance, wirklich zu zeigen, dass es nicht so katastrophal in den Sand setzt, in Anführungszeichen, wie der Büskens. Aber meine Hoffnung ist auch nicht so groß. Nee, ich sehe sie auf jeden Fall auch auf Platz. Ich sehe sie auf Platz 18, ganz klar. Also ich würde es ihnen gönnen. Ich finde es absolut sympathischen Verein. Aber wie gesagt, da ist einfach die Qualität im Kader nicht da. Und ich denke, dass die da ja des Öfteren nochmal richtig abgeschlachtet werden. Also wenn es dann gegen Mannschaften geht wie Leverkusen gegen Schalke, also so richtig spielstarke Mannschaften, und Braunschweig, ja, hat dann mal einen schlechten Tag, also da werden die einfach ja nahezu geschlachtet. Also da wird es einige Klatschen hageln, bin ich der festen Überzeugung, aber werden wir mal gucken, werden wir ja auf jeden Fall in den nächsten Wochen auch bereden, wenn ja, wie es mit Braunschweig ausschaut. Ja. Gut, dann haben wir erstmal, glaube ich, die Bundesliga, wie es so gelaufen ist am letzten Spieltag, und die einzelnen Vereine abgeschlossen. Wir gehen mal noch zu ein paar Transfers, die noch kommen sollen, beziehungsweise gekommen sind. Erstmal, glaube ich, der schon bestätigt wurde, Patrick Helmes von Wolfsburg zurück nach Köln in die zweite Liga. Helmes war ja mal auch ein großes Sturmtalent, mittlerweile schon 29 Jahre alt. Nationalspieler, auch schon lange nicht mehr verletzungsgeplagt gewesen, bei Wolfsburg nie wirklich glücklich geworden. Jetzt zurück zu Köln, da soll es nochmal klappen für ihn, oder was meint ihr? Ja, damals hat er, ja, der hat bei Sportfreunde Siegen gespielt, bei meinem Heimatverein damals, und hat uns eigentlich in die zweite Liga geschossen, und dann ist er nach Köln gegangen, und da hat er sich dann wirklich, kann man sagen, zu dem Spieler entwickelt, der auch nachher Nationalspieler wurde, und dann kam Leverkusen, da war er auch noch richtig stark. Ich denke mal, er hat damals ein bisschen die Verletzung natürlich zurückgeworfen, die er hatte. Und Wolfsburg, da hat er es nicht geschafft, sich da nochmal zurückzukämpfen. Und ich denke mal, Köln wäre jetzt für ihn die letzte Chance, klingt immer so blöd, aber wenn er da vielleicht nochmal überzeugt, ja, ansonsten war es das mit der Karriere, dann klingt er das nochmal so aus, aber die Hoffnung darf man auf jeden Fall haben, auch für Köln natürlich dann in dem Sinne ein super Transfer, weil der hat mit Sicherheit was drauf. Also Patrick Helmes, hatte der nicht vor einer oder zwei Saisons mal eine Rückrunde drin, wo er, glaube ich, 12 oder 13 Mal getroffen hat? Ja, für Leverkusen. Ich glaube, da hat er in der gesamten Saison, glaube ich, 25 oder 22 Tore gemacht, glaube ich sogar. Aber das ist doch noch gar nicht so lange her, oder? Nee, das war für Wolfsburg. Da hat er quasi Wolfsburg, man kann sagen, gerettet. Also er ist quasi der Mann gewesen, der aus dem Nichts kam und hat seine Tore gemacht, ist auf einmal wieder Stammspieler gewesen.
Und dann kam wieder eine Verletzung. Das ist einfach bei ihm leider das Problem. Ich glaube, ja, auch Kreuzbandriss sogar, oder? Irgendwie sowas war das, ja. Ja. Ja, aber nichtsdestotrotz denke ich auf jeden Fall eine klasse Verstärkung für Köln. Weil wenn man mal bei Köln guckt in den Kader, also die haben im Sturm Anthony Uccia, also weiß nicht, ob ich ihn richtig ausspreche, lieber Baumi. Denke schon. Weil du bist ja da immer ein bisschen der Experte. Ja, das klingt und, gut, würde ich sagen. Und ich sag mal, ja, du hast Uccia vorne, der hat letzte Saison, glaube ich, auch knapp an die 20 Mal getroffen. Ansonsten hast du Bröker, ja, und dann ist schon Ende Gelände. Also von daher auf jeden Fall bezüglich der Quantität, aber auch qualitativ. Auf jeden Fall, Helmes, ein klasse Ding nochmal für die Kölner, wenn er verletzungsfrei bleibt. Auf jeden Fall. Weil durch den Sieg, ich glaube, Köln 4-1 gewonnen, ne? Gegen Aue, ja. Und ja, von daher jetzt wieder auf Platz 3, weil das hat ja auch schon ein bisschen so nach Fehlstart ausgesehen bei den Kölnern. Aber ja, auf jeden Fall jetzt für die bevorstehende Saison jetzt noch ein klasse Transfer. Und ja, wie gesagt, wenn er verletzungsfrei bleibt, wenn er sich ja einfinden kann, wird er auf jeden Fall eine tolle Verstärkung sein für den Zweitligisten. Und ja, die können da sicherlich auch wieder ein Wörtchen mitreden in Sachen Aufstieg. Definitiv. Ja, ich finde auch, Köln gehört eigentlich in die erste Liga. Das ist so ein Verein, der muss dahin. Jo. Ohne Frage. Das stimmt schon, auf jeden Fall. Ja, aber wenn man da den Kader einfach mal anschaut, so mit dem Gesamtüberblick, ja, ist es Braunschweig-Niveau. Rein von den Personalien her. Also die sind nicht stärker als Braunschweig und von daher, ja, kann man sagen, wenn die aufsteigen sollten in dieser Saison, wird es definitiv auch wieder schwierig werden. Das denke ich auch. Also sicherlich haben die zwar Namen bei, die man, die vielleicht bekannter sind für den deutschen Fußballfan als die von Braunschweig. Aber ich glaube, vom Potenzial her ist es ähnlich wie Braunschweig. Sieht man auch an den Marktwerten an. Ich glaube, die sind fast gleich auf, von dem, was die Marktwerte angeht, oder? 24 Millionen? Marktwerttechnisch also auf jeden Fall. Und ansonsten haben sie halt ja auch die ein oder anderen, ja, die, wo jetzt mittlerweile ein bisschen ins Alter gekommen sind. Also wenn man mal einen Mateschick, nicht Mateschick, Entschuldigung, da habe ich mich jetzt verguckt. Ich meine den Ding, jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Lehmann? Bretschko? Nee. Ich bin gerade blind. Ich hatte ihn gerade schon im McKenna Auge. Vielleicht. Der Abwehrchef. Ja, McKenna, aber glaube ich, ist momentan sowieso verletzt. Ja. Aber von daher, nee, ich glaube, ich war gerade beim anderen Verein im Kopf. Aber ist egal. Aber von daher, auf jeden Fall, ja, toller Transfer für die Kölner und dann gucken wir mal, was die restliche Saison so treiben. Ja, denn von Sensationstransfer der zweiten Liga kann man fast sagen, gehen wir zum anderen Sensationstransfer, der sich einfach noch nicht bestätigen lassen will. Und zwar, ja, Gareth Bale für Rekordablöse, ja oder nein. Nun soll doch wieder 80 Millionen, glaube ich, im Gespräch sein. Zu Real Madrid von Tottenham Hotspurs. Ja, was sagt ihr zu diesem Spieler? Also, dass es ein guter Spieler ist, da braucht man, glaube ich, nichts zu sagen. Aber was sagt ihr allgemein zu diesen Transfermodeleien? Also, ein Verein wie Real Madrid, ich glaube, das ist ohne Übertreibung der Verein, der am meisten umsetzt weltweit. Also natürlich der Mythos von früher, weißes Ballett. Und die haben ja damals schon Cristiano Ronaldo für 94 Millionen geholt. Und ich finde, ich sehe das relativ entspannt, auch wenn es kaum einer verstehen kann, wenn du so einen Spieler holst. Das ist ungemein, was du da an Merchandising und sonstigen Einnahmen reinholen kannst. Also ich meine, Real Madrid, die geben zwar viel Geld aus, aber die haben so eine bestimmte Regelung, dass die für den Spieler wirklich die Rechte bekommen für Werbeeinnahmen und so weiter. Also alles, was der quasi im Sinne von Real Madrid an Werbeeinnahmen reinholt, bekommt alles der Verein. Und das amortisiert sich relativ schnell, wenn der dann wirklich seinen 4-5-Jahres-Vertrag hat und der wirklich so lange da bleibt, Trikotverkäufe und so weiter, was da alles dranhängt. Das klingt am ersten Moment wirklich sehr, sehr viel, aber der Nutzen ist auch wirklich nicht zu verachten. Und deshalb, ja, ich meine, wenn sie wirklich da diese 120 Millionen waren mal kolportiert, wenn sie das ausgeben, es wäre nochmal wirklich eine Stufe über Ronaldo, der natürlich damals schon Weltfußballer war für Manchester United. Ist vielleicht ein bisschen überzogen vom Geld, also ich würde sagen, so 70, 80 Millionen würde ich sagen, ist in Ordnung, aber ist halt Real Madrid, ne? Ja, diese Summe von 120 Millionen, also wie ich das erste Mal gehört habe, da habe ich schon ein bisschen die Augen verdreht, muss ich schon sagen. Also wenn man da mal sieht, was da für Leute, wenn man jetzt mal sieht, Cavani, also der ist für wie viel gewechselt? 65? Ja, so ungefähr, ja. Und das ist also für mich momentan auf jeden Fall
gehört er zu den besten 5 Stürmern der Welt. Aktuell, definitiv. Also bin ich absolut der Meinung. Und wenn man dann sieht, dass man eventuell für einen Bale fast das Doppelte zahlen muss. Also finde ich schon richtig krass. Wie du schon sagst, natürlich Madrid mit der Vermarktung und so weiter, ganz große Klasse, logisch. Aber auch, ja, also ich würde jetzt, wenn ich das entscheiden würde, ich würde den nicht kaufen. Also er ist natürlich qualitativ für die linke oder auch zentrale Offensive natürlich ein klasse Mann, logisch. Aber wenn man sich mal den Kader von Madrid anschaut, also da spielt links Ronaldo, zentral hast du dann entweder einen Modric, einen Özil und rechts einen Di Maria. Also so viel stärker ist jetzt Bale da auch nicht. Das sehe ich fast auch so. Das ist wieder eine Prestige-Sache, denke ich. Also ich meine, damit bringt sich Madrid natürlich auch immer wieder ins Gespräch. Ich meine, Bale ist eigentlich so der Vorzeigespieler der Insel momentan. Ist schon lustig, dass es nicht von den Big Four kommt, also Chelsea, Liverpool, Man United, Man City, Arsenal vielleicht noch dazu zählen, sondern wirklich von den Tottenham Hotspur wirklich so einen Spieler hast. Und ja, das ist einfach, wenn du sagen kannst, den holen wir ran, der spielt für uns. Ganze Welt guckt drauf, genau wie damals Ronaldo. Ich meine, ich würde ihn jetzt auch für das Geld nicht kaufen, wie gesagt. Aber anscheinend sieht man das in Spanien ein bisschen anders. Nee, aber ich sag mal, er kann ja, sollte er kommen, ja, kann er ja durch Leistungen auf jeden Fall, ja, hat dann vielleicht Madrid alles richtig gemacht. Also wenn er da reinkommt und wird da natürlich, denke ich mal, für so eine Summe absoluter Stammspieler sein. Und wenn der natürlich dann entsprechend Tore, Vorlagen und so weiter und so fort dann für Madrid macht, dann wird im Nachhinein, wird dann jeder sagen, klasse, Real Madrid, dass ihr den geholt habt. Aber geht das Ding in die Hose? Kommt der nicht so richtig zum Zug? Findet er sich nicht so zurecht? Macht schlechte Spiele? Dann ist dann auch ein bisschen Polen offen für Madrid. Also das ist wieder so ein bisschen eine Zwickmühle. Aber bin auf jeden Fall gespannt. Ich glaube, bis morgen läuft das Transferfenster noch. Ja. Was da noch so alles kommt. Und ja, da ist auf jeden Fall Bale, sage ich mal, ja, das größte Ding, was aktuell noch aussteht. Ja. Was man auch noch sagen muss, also Madrid, das kratzt die relativ wenig. Wir haben ja jetzt momentan auch wieder einen Spieler, der damals für viel Geld gekauft wurde, auch, ich glaube, Weltfußballer also auch gewesen, Kaká vom AC Mailand damals 65 Millionen geholt. Ja. Von Madrid, nie überzeugt. Und ja, dass der jetzt da schon die ganze Zeit im Abstellgleis steht, interessiert keinen, ne? Also der geht jetzt wahrscheinlich wieder für, ich würde sagen, 10, 15 Millionen höchstens, mehr nicht. Ja. Und da heißt es einfach schön, dass du da warst, du hast einen Haufen Geld gekostet, macht uns alles nichts, wir haben das anderweitig wieder reingeholt. Und ja. Ich denke mal, wenn Bale dann scheitert, klar ist es was anderes, wenn du 120 bezahlst als damals 65 für Kaká, aber ich denke mal, so ähnlich wird es dann auch aussehen. Man muss natürlich auch noch bedenken, es könnte sein, dass Ronaldo in den Sturm geht, weil die haben ja Higuain verkauft nach Neapel. Stimmt, ja. Und wenn das dann Bale auf die linke Seite geht natürlich und mit Ronaldo vorne im Sturm, der macht ja so schon seine 40 plus Tore pro Saison. Als Linksaußen. Was passiert, wenn der vorne im Sturm steht dann? Ja, müsste gut. Man natürlich dann abwarten, wie es dann so funktionieren würde. Man darf natürlich da jetzt einen Benzema auch nicht außen vor lassen. Ja. Also der macht natürlich auch pro Saison, was macht dann 20 Tore? Ja, wobei er natürlich, muss ich ehrlich sagen, nicht so wirklich vorangekommen ist in letzter Zeit. Also er ist wirklich nicht dann oben dabei, wenn man schon sieht, also Messi 50 Tore, Ronaldo 40, das sind noch nicht mal die unbedingt im Sturm spielen. Also Messi teilweise schon, aber da müsste man von Benzema auch seine 30 erwarten können, wenn er wirklich permanent spielt und vorne den Stoßstürmer macht. Ja, der war da immer eine ziemliche Abwechslung zusammen mit Higuain. Also ja, da hat genau. Der Trainer sehr, sehr viel rotiert, sehr oft. Also selten, dass da mal 3-4 Spiele hintereinander der gleiche Stürmer von Anfang an gespielt hat. Aber wie gesagt, macht auf jeden Fall, sollte er kommen, Madrid unberechenbarer. Und die können natürlich dann auch formationstechnisch ja, haben sie auf jeden Fall mehr Möglichkeiten. Also die können dann quasi ähnlich Barca-System spielen. Also Ronaldo dann nicht als komplette Sturmspitze, sondern quasi auch so eher als Sturmzehner, sage ich mal. Ja, oder falsche Neun, wie man so schön sagt. Oder falsche Neun, ja. Neudeutsch oder Neuspanisch, die haben sie ja schon. Stimmt. Was bei Real dann auch so ein Grund mit dafür ist, der Schrei nach einem großen europäischen Titel ist ja auch sehr groß da. Mit dem Spielermaterial logischerweise. Deswegen wollen sie halt noch einen guten haben, um halt noch unberechenbarer zu werden, wie Spani gesagt hat. Und vielleicht dann endlich den Traum vom Champions-League-Titel zu erfüllen. Ja, das wäre der 10. Sehr, sehr wichtig, kann man sich vorstellen. Ja. Die erste Mannschaft, die es wirklich zweistellig schaffen würde. Wird auf jeden Fall das Ziel sein. Aber heute, glaube ich, Madrid auch wieder 3-0 gewonnen. Und 3-1 am Ende war es. Oder 3-1 war es am Ende.
Also ja, sind auf jeden Fall auch wieder ordentlich in die Saison gestartet. Und von daher, ja, bleibt halt die Frage, brauchst du wirklich einen Bale, um dann qualitativ bessere Chancen zu haben auf einen Champions League-Sieg oder mal wieder die Meisterschaft zu holen? Ja, weiß ich nicht so genau, bin ich ein bisschen unentschlossen. Aber gut, der Erfolg wird Ihnen dann eventuell am Ende der Saison recht geben. Oder Ja. auch nicht. Wie du schon sagst, einen Tag haben wir noch, da werden wir es wissen. Wechselt er nicht, dann können wir das Fass zumachen. Ja, So ist es. dann ist er Drops gelutscht, wie Felix Magath mal so schön gesagt hat. Ja. Genau. So, wozu wir noch kommen müssen. Mein Gott, die Zeit rennt wirklich. Knappe Stunde haben wir rum. Wir haben noch was auf dem Zettel und zwar Anschi Machatschkala, russischer Milliardärsclub. Ich weiß gar nicht, der Scheich, der ist wirklich weg dort oder wie sieht das aus? Jedenfalls Ich glaube, der hat verkauft. einfach keinen Bock mehr. Ja. Die verkaufen ja ohne Ende. Eto'o, der jüngste Transfer oder der bekannteste zu Chelsea, auch ein Willian zu Chelsea. Ja, da hat man wieder das Bild. Investor hat keinen Bock mehr, haut ab. Klub steht da und sitzt auf der ganzen, ja, Kohle, die man nicht hat, fest. Ja, also wenn mich nicht alles täuscht, ist der Investor bzw. dieser Ölscheich oder wer auch immer das war, glaube ich, letzte Saison eingestiegen vor der Saison, wo sie dann ja richtig aufgerüstet haben mit Eto'o und so, ne? Oder war das schon vor Ich 2 Jahren? glaube, das war vor Vor zwei 2 Jahren, Jahren, ja. okay. War es vor 2 Jahren? Glaube ich auf jeden Fall, ja, 2 Saisons hintereinander kam dann auch nicht der entsprechende Erfolg. Ich glaube, die sind nicht Meister geworden. Also letztes Jahr dürfte es Zenit gewesen sein und wer es die Saison davor war, weiß ich jetzt gar nicht. Aber ich glaube, Anschi wurde nicht Meister. Nein. Nee, die haben es ja in die internationalen Plätze geschafft, Europa aber League ganz bloß. oben waren sie nicht. Nee. Ja, und von daher musste sagen, ja, ist ihm dann einfach der Erfolg ausgeblieben. So habe ich das zumindest auch auf einigen Seiten gelesen. Also der hat natürlich für das investierte Geld, wollte natürlich dann Titel haben in seiner Vitrine. Und ja, das wurde dann nichts. Die haben zwar international, wie weit sind die letzte Saison gekommen? Also Hannover haben sie noch rausgeschmissen, aber was danach war, weiß ich nicht mehr. Dürfte dann so Viertelfinale gewesen Ja, sein, es war oder? auf jeden Fall nicht allzu weit. Nee. Ja. Ich denke mal, Viertelfinale müsste Viertel- oder passen, ja. Achtelfinale, sage ich mal, ist jetzt nicht so schlecht. Aber wenn man den Kader natürlich zu dem Zeitpunkt angeschaut hat, ja, war es dann anscheinend einfach nicht genug. Und jetzt ist der da abgesprungen und ja, auch alle Neuverpflichtungen, die man vor der Saison getätigt hat, wie beispielsweise einen Kokorin oder auch einen Denisov. Also die hat man dann teilweise, glücklicherweise muss man sagen, wieder fürs gleiche Geld verkaufen können. Ja, wo wir gerade schon mal dabei waren. Also das sind Zahlen, das ist Wahnsinn. Also wir haben eine Transfereinnahmensumme in diesem Sommertransferfenster von knapp 137 Millionen Euro. Da ist noch nicht mal Eto'o dabei. Der ist ja ablösefrei nach Chelsea, weil einfach das Gehalt weg musste. Der hat ja 20 Millionen im Jahr verdient. Das ist Hammer. Oh Und Gott. das hat damals angefangen. Da habe ich schon gedacht, was ist denn da los? Also Guus Hiddink, der hat die ja trainiert von Anfang 2012 bis dann jetzt im Sommer. 22.07. ist er dann. Hat er ganz überraschend seinen Rücktritt angekündigt und vielleicht hat der schon was gewusst, ne? Was da kommen wird. Und dann ging das ja los mit den ganzen Abgängen der Spieler. Ja, jetzt haben sie in der laufenden Woche, also letzte Woche dann quasi, weil das Video kommt ja Montagmorgen, haben sie ja jetzt noch Christopher Samba in der Verteidigung verkauft. Und ja, von daher ja, wollen sie natürlich jetzt auch, stand zumindest in den Medien so, mehr wieder auf die eigene Jugend sozusagen setzen. Aber ich, ja, kommt für mich eher so ein bisschen wie eine Ausrede rüber, ja, da natürlich der Investor abgesprungen ist. Ja, so sehe ich das auch. Aber von daher, ja, ich bin der festen Überzeugung, dass die dieses Jahr auf jeden Fall da gegen den Abstieg spielen werden. Also die sind ja aktuell auch nach 7 Spielen mit 3 Punkten auf dem vorletzten Platz. Ja. Und von daher, ja, wenn man mal den Kader anschaut, der einzige große Star oder der große Name noch ist, ja, Lassina Traoré. Ansonsten hast du da nicht mehr viel. Ne, das sieht also sehr, sehr dünner aus. Ne? Also vielleicht noch Rusilay, das ist ein Brasilianer, zentraler Mittelfeldspieler, Kapitän. Das war's dann wirklich. Dann ist Ende Gelände. Und da, ja, stellt sich halt auch die Frage, wenn man mal Hoffenheim anschaut, was ist da los, wenn Dietmar Hopp da aussteigt, ne? Dann kannst du dir eventuell solche Spieler in der Qualität, wie sie es aktuell haben, nicht mehr leisten. Und dann kann es denen ganz ähnlich gehen. Aber
Ja, da sieht man halt wieder Pro und Contra von den Investoren. Also, wo es ja ganz gut funktioniert, ist ja beispielsweise meiner Meinung nach Manchester City. Haben, glaube ich, letztes Jahr sind sie Meister geworden, oder? Oder vor 2 Jahren? Vor Ja, vor letztes Jahr. 2 Jahren War vor es. 2 Jahren, von daher international noch nicht so richtig durchgestartet, aber ich sag mal, da hält sich das alles im Rahmen. Allerdings, wenn der Investor dann eben abspringt, ist das jetzt natürlich ein Musterbeispiel von Anji Mahatschkala, wie es dann natürlich laufen kann. Also, ja, bisschen schade finde ich es eigentlich, aber gut, die müssen da jetzt irgendwie das Beste draus machen und gucken, dass sie sich da mit ihrem aktuellen Kader da irgendwie etablieren können. Ja, also das ist ja innerhalb von jetzt den letzten beiden Jahren das zweite Mal, dass das passiert. Vorher haben wir das gesehen bei Malaga, wirklich Champions League erreicht und auch in der Liga gar nicht schlecht gewesen. Dann auf einmal hat dann auch der, ich weiß nicht, war das glaube ich, wo kam der her, der Die Investor? kommen doch alle Ich aus glaube auch Katar hier im irgendwie oder Nahosten so, ne? irgendwo. Der hat dann auch gesagt, nee, ich will hier nichts mehr bezahlen. Ne? Also sieht mal zu, wie er mit den Gehältern umgeht. Das war natürlich damals Van Nistelrooy unter Vertrag gehabt, die ganzen Jungs, die dann wirklich nochmal zum Ende der Karriere dann nochmal dicke Kohle absahnen möchten, ne? Matthaisen. Große Verträge bekommen und dann mussten die ja dann auch sehen, ja, müssen die Spieler halt weg, die verdienen zu viel und dann wurden sie, glaube ich, auch von der UEFA jetzt gesperrt für die internationalen Pokale. Ja, haben sich trotzdem zwar qualifiziert gehabt letztes Jahr, glaube ich, sind die Fünfter geworden oder Vierter sogar in Spanien und durften ja halt nicht teilnehmen an die Champions League Quali. Und deswegen sind sie jetzt in der Liga, beziehungsweise mussten ganz schön viele Leute abgeben, weil sie eben die zusätzlichen Einnahmen aus der Champions League nicht hatten. Und deswegen müssen jetzt auch wieder quasi neu anfangen da unten, ne? Ja, absolut. Aber gut, so kann es eben laufen. Aber das ist auch jeder Mannschaft bzw. jedem Vorstand bewusst, wenn ein Investor einsteigt bei einem Verein und der sollte irgendwann gehen, was da los ist. Also das haben sie im Vorhinein gewusst und sie sind das Risiko eingegangen und haben halt jetzt, sage ich mal, ja, die Retourkutsche dafür bekommen. Aber gut, so ist es halt. Jo, kann man sagen, Nagel auf den Kopf. Genauso sehe ich das nämlich auch. Jo, stimme ich zu. Und ja, knappe Stunde. Also jetzt sind wir wirklich fast 56 Minuten, haben wir schon rumgekriegt. Wir haben Angst gehabt, wir schaffen die halbe Stunde nicht voll, ne? Ja, ich hatte es angesprochen mit den drei Ja. Themen Bayern, Braunschweig und Ja. Schalke. Kommen wir die halbe Stunde nicht durch, aber wenn man da ein bisschen ins Gespräch kommt, Ja, so ist ja, das. wird es auch mal ein bisschen länger. Ich hoffe, für die Zuschauer draußen ist das nicht zu langweilig, aber ich denke, wenn man sich Doppelpass angucken kann, kann man sich uns auch anhören, oder? Ich hoffe doch, ja, dass die Ich Leute das hoffe so auch. sehen. Und dann noch ein Wort an meine Zuschauer, für die, die natürlich den Baumi oder Barney nicht kennen. Sie machen auch Let's Plays mit Fußballmanager 13 und ihr könnt ja mal kurz ein bisschen sagen, wie es bei euch momentan so läuft in euren Let's Plays. Ja, soll ich anfangen oder machst du, Barmi? Na, kannst du gerne. Lass Ja, dir den Vortritt. gut, dann mache ich das doch mal. Also ich bin mittlerweile in der 5. Saison mit dem TSV 1860 München und ja, bin da jetzt mittlerweile in der ersten Liga, also bin da in der ersten Saison gleich aufgestiegen, habe auch schon das ein oder andere internationale Spiel gehabt, also habe schon Europa League gespielt mit den 60ern und ja, dieses Jahr leider unglücklich in der Champions League rausgeflogen. Jetzt knapp nach ja, gut 20 Spielen bin ich auf Platz 3 mit den 60ern, also bin da absolut im Meisterschaftskampf mit dabei und ja, bleibt auf jeden Fall abzuwarten, ob wir da vielleicht sogar den Titel diese Saison holen können. Also ich bin gespannt. Wollte eigentlich heute auch noch ein bisschen aufnehmen, allerdings wird das jetzt, glaube ich, nichts mehr. Aber ja, wird auf jeden Fall interessant. Die Spielzeit und von daher, ja, denke ich, wird es danach noch eine Spielzeit geben und dann geht es ja sowieso über in den FM14. Von daher, ja, so viel zu mir und meinem Fußballmanager Let's Play mit dem TSV 1860 München. Ja, also ich bin schon ein Jahr weiter. Ich bin in der sechsten Saison. Es ist Wahnsinn, wie schnell das vorbeigeht. Ich habe ja damals mit Nürnberg angefangen. Die ersten 4 Saisons habe ich da gespielt, war sehr erfolgreich. Das Triple geholt, also quasi die Bayern nachgemacht, sozusagen. Und dann habe ich ja neue Herausforderungen gesucht, bin dann nach England gegangen. FC Everton, Mannschaft aus Liverpool. Die sind in der Vorsaison Zehnter geworden. Und in der ersten Saison, wo ich da war, habe ich den zweiten Platz geholt, FA Cup gewonnen und jetzt. Ja, läuft die zweite Saison, es sieht ja sehr gut aus. Platz 3 momentan hinter Manchester City und vorne FC Chelsea, die auch der Vorjahresmeister waren. Ja, und momentan ist eine ganz heiße Phase. Geht jetzt hier auf das Ende der Wintertransferphase zu und meine Spieler sind sehr begehrt. Also da geht wirklich alles drunter und drüber.
Ja, und wenn ihr Bock habt, guckt da einfach mal vorbei. Jo. Jo, klingt sehr interessant. Meine Leute wissen eigentlich Bescheid. Ich bin in der dritten Saison mit Schalke. Erst meine Saisons Fünfter und Sechster geworden in der Bundesliga, war nicht so erfolgreich, aber die zweite Saison wurde dann letztendlich doch noch gekrönt, und zwar mit dem Sieg in der Champions League 2014. Hat der SNV da die Champions League gewonnen. Jetzt also Anfang der dritten Saison, recht guten Saisonstart gefeiert, den UEFA Supercup. Der müsste heute veröffentlicht worden sein, wenn ihr die Folge seht. Also wenn ihr das Let's Talk hier seht, dann müsste der Supercup veröffentlicht worden sein. Den haben wir auch geholt, kann ich jetzt schon mal sagen. Und ja, mal schauen, was jetzt geht. Ziel ist natürlich, in der Bundesliga mal eine vernünftige Rolle zu spielen. Und ansonsten hoffe ich, dass es noch weitergeht. Bis FM14, mal gucken, wie das noch so läuft. Ja, bleibt am Ball, schaut bei den anderen rein, mehr kann ich dazu nicht sagen. Und ich würde sagen, eine Stunde haben wir rum, jetzt können wir langsam zu Ende kommen, was? Ja, jetzt ist dann auch mal gut. Nee, denke ich, passt. Von daher können wir vielleicht noch kurz sagen, ja, wir werden das jetzt wöchentlich produzieren, beziehungsweise wöchentlich aufnehmen. Wir nehmen das immer am Sonntag auf, dass wir uns quasi unterhalten können über den aktuellen Spieltag, wie ihr es ja auch gehört habt am Anfang. Und am Montag kommt das dann immer im Wechsel, sage ich mal, auf unseren drei Kanälen. Also der Hansa-Fan fängt jetzt an mit dem ersten und das zweite und dritte kommt dann beim Baumi beziehungsweise bei mir. Von daher sind wir dann mit dem Hochladen immer abwechselnd dabei und dann könnt ihr quasi auf den anderen Kanälen Woche für Woche immer diesen Let's Talk quasi hören. Und ja, ansonsten hoffe ich, es hat Spaß gemacht und war unterhaltsam. Das hoffe ich doch auch. Ja, wäre natürlich sehr schön, würde uns sehr freuen, wenn ihr dann unter dem jeweiligen Video ja mitdiskutieren könnt und auch gerne natürlich Feedback abgeben könnt, wie euch das gefallen hat, ob ihr das wirklich öfter sehen wollt. Ja, das von mir an der Stelle. Ja, würde ich sagen, ich verabschiede mich dann auch mal, so wie der Barney hier abmoderiert hat. Hat sich bald so angehört, als ob er nächste Woche dran ist. Möglich. Also, ich hoffe, euch hat es gefallen, eine Stunde mit uns über Fußball zu erzählen oder beziehungsweise uns zuzuhören, wie wir über Fußball erzählen. Die Debatte haben wir erstmal beendet. Danke fürs Zuhören, muss man ja sagen, nicht fürs Zuschauen. Und dann, ja, bis nächste Woche. Euer Hansa-Fan, Baumi und Barney. Haut rein, ciao, ciao. Macht's Macht's gut, gut, Leute. Servus. Ciao. Schöne Woche, bis denn. Ciao, ciao.